Herzlich willkommen bei Valheim. Es geht weiter. Ich will jetzt, kann man sagen, die ersten Boss mal aktivieren. Mal gucken, wie der wieder ist. Und ich würde sagen, let's do it. Der erste Bossfight. Mal gucken, wie der wieder wird. Ich habe Feuerfighter aktiviert. Au, 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 au. Leider spiele ich halt ein bisschen auch Genshin auch. Hat man so auch leider auch mal die anderen Tastenbelegung. Was wollt ihr denn? Aua! Das ist ein Problem, die hat irgendwie ein bisschen Krach reingeholt. Falsche Taste. Aua, aua, aua. Autsch, das tut gerade ein bisschen weh. Erstmal ein bisschen aus regenerieren. Aber was willst du denn, du Lau? Ganz gut dabei. Immer schön rumlaufen. Dann trifft er mich nicht. Aua, aua. Aua, 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 aua. Hier noch schön ausweichen. Noch ein Treffer. Jawohl. Nice. Besiegt. Hui. Ja. Boing. Schön. Nice. Also Bossfight überlebt. Cool. Nice. Hab mal gesehen, was hier da ein bisschen hier aufgeräumt hat. Das war schon sehr, sehr hardcore. So, wir werden mal ein bisschen hier Material aufsammeln. So, zack, erstmal die und wegklatschen. So. Eieieiei. So, wir haben erstmal die Trophäe schon mal geholt. Jetzt können wir damit uns zu den Altar hingehen. Hat er hier aber ganz gut hier aufgeräumt. Eieieiei. So. Und den Effekt Holz brauchen wir eigentlich rein durch nicht. Hier holen, dann sammeln wir nur noch das Harz auf. Was man hier so braucht. Ah, hier. So. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Wir haben, kann man sagen, neue Sachen gelernt. Bin ich mal sehr gespannt. Wir müssen jetzt nur zu einem so Altar hängen und danach das Ding aufhängen.
Und dann kann man sagen zu dem nächsten Bereich. Hier kann man sagen, hier den Dunkelwald, was ist im Grunde der nächste Bereich ist für uns. Und da müssen wir demnächst hingehen. Wir können uns schon mal ein paar Sachen, aber also war schon ziemlich so hart. Mal gucken. Also das erste Bossfight war schon mal ziemlich sehr interessant. Wir haben relativ schnell den platt gemacht. Gebiet war so im Kämpfen war ein bisschen so olala, aber naja. So. So, aber war schon mal ein ganz gut Fight schon mal. Jetzt müssen wir, kann man sagen, jetzt müssen wir gucken, wo der zweite Boss ist. Also wo der nächste Boss so sich rumtreibt. Und dann, würde ich sagen, geht es nach und nach weiter. So, was wird der denn? Ja, dann glaube ich einmal drauf. Aber wie man sieht, nachts sind hier leider andere Kreaturen unterwegs. Und deswegen müssen wir gerade mal ein bisschen mal hier weg. Dass wir nachts mal nicht so hier rumgeistern. So. Das heißt, schnell nach Hause hin, Stiefel. Und schon mal, kann man sagen, den Erfolg schon mal krönen. Wir haben ja, wir müssen jetzt zu unserem zunächst Gebiet. Wir haben, kann man sagen, den ersten Gebiet haben wir schon grundsätzlich jetzt schon abgeschlossen, was wir hier jetzt haben. Jetzt müssen wir zu dem nächsten Gebiet rübergehen. Das heißt, der Gebiet hier, der Düsterwald, oder vorher heißt er Dunkelwald. Düsterwald ist ein bisschen für mich, weil vorher war ja Dunkelwald hier. Und da müssen wir da gucken, wo da der Boss ist. Und der Boss ist auch ziemlich sehr skurril, aber da müssen wir auch wieder Ressourcen farmen. Mal gucken. Wie gesagt, ich hoffe, der liebe Rainbow würde dann auch dazu stoßen. Ich möchte persönlich auch nicht weiterspielen, sobald nicht, weil wir nicht weitermachen. Sonst muss er viel zu viel nachholen. Mal gucken. Also ich hoffe, der wird auch bald dazu kommen. Also viel Wissen habe ich jetzt schon etwas schon mal vorgemacht, ja. Aber ich hoffe, der wird relativ auch frühzeitig auch dazu stoßen. Ich denke mal, wird ziemlich sehr lustig. Mal gucken. Also ich denke mal schon, die Sterberate wird ziemlich sehr hoch werden. So. So, wir sind gleich bei der Hütte schon mal. So. Was wollt ihr denn alle überhaupt alle? Wenn man sieht hier, ohne Ausdauer läuft hier gar nichts. So, zack. Mal weggeballert mal. So, aber so nur Feder bekommt man nur über Vögel, also nur über Vögeln gerade. Das heißt, einfach Vögel abschießen und dann das war's. So, ich will schon mal sagen, ich gehe mal runter pennen erstmal. Zack, dass wir dann mal ein bisschen mal ausgeruht sind im nächsten Tag mal. So, also wie gesagt, der erste Boss war ziemlich sehr. Also der Kampf und die Kampfecke war ziemlich sehr bescheiden gewesen. Also hat mir persönlich nicht gefallen. Aber naja, so, wir wollen jetzt mal zu dem nächsten Boss-Alter hingehen und mal das Ding mal aufhängen. So. Das heißt, mein Boss-Alter ist auf diesen Insel hier hinten. Das heißt, ich brauche jetzt mal mein Schiff erstmal. So. Schiffe sind wir mal, glaube ich, irgendwie hier. Genau, brauchen wir ein bisschen Dings. Das ist ja kein Problem, das haben wir ja. So. Setzen. So. Hm. 20 Stimme brauche ich, okay. Das ist ja kein Ding. So. So, das heißt, wir müssen jetzt mal darüber.
Ich weiß, wo wir. Das ist die Treppe. Leiter. So. Wir haben jetzt Seitenwind, das heißt, wir müssen erstmal da über die Insel rüber. Es gibt den Fluss oder es gibt noch andere Schiffe noch, aber die kriegen wir jetzt nach und nach erst freigeschaltet. Das ist, kann man sagen, der einfache Schiff erstmal. Es ist relativ langsam. Also der Bossalter ist ja nicht so weit weg. Wir müssen erstmal ganz gemütlich hier rüberschippern. Leider ist das die schnellste Stufe. So. Und wir sagen, haben wir schon mal den ersten Boss schon mal? Wollen wir gucken? Wie gesagt, ich möchte nicht wegen Rainbow will ich auch nicht, weiterspielen. Wir gucken uns den Bereich noch an. Und ich hoffe, der wird frühzeitig auch mal dazu stoßen. Also den Boss kann man öfters machen. So. Besonders, ich finde die Musik eigentlich ziemlich sehr schön umgesetzt. So. So. Wir docken jetzt mal hier nochmal an. So. Über. So. Dann haben wir ein Vögelchen. Und der Vögelchen ist weg. So, wir können jetzt den ersten Boss schon mal aufhängen. Oha. Okay. Aber da ist ein Vögelchen. Zack. Wunderbar. So. Zack. Und hier kann man sagen, sind die ganzen Weltenbosse, was wir hier uns nach und nach hier besiegen müssen. So. Zack. Oh, hier ist auch beschrieben, was die Fähigkeiten sind. Aha. Außer Minus. Das ist neu. Also vorher stand das hier in der Beschreibung gar nichts. Nice. So. So, wir haben hier jetzt den Kraft von Inquisitor. Wir können jetzt den immer relativ. Wir können es immer benutzen, hat nur einen Nachteil, hat nur einen Cooldown immer. Das ist leider der Nachteil. So. Zack. Weggeheatet. Zack. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder zurück. Uns mal langsam mal die neue Sachen angucken, was wir so bekommen haben. So. So, Fähigkeit schwimmen haben wir auch offen bekommen. So, zack. So, Rückwärtsgang. Und wenn man sieht hier hinten auf die rechte Seite, über meinem Kopf, das ist der Richtung, wo der Wind weht. So, das heißt, wenn wir Gegenwind haben, können wir nichts machen. Das heißt, wir können nur paddeln. Haben wir ein bisschen Schwung bekommen. So. Das können wir wieder zurückfahren und wir können uns schon mal, kann man sagen, langsam die ersten Sachen schon mal uns mal angucken. Also, die Hütte wird ja gleich gerendert. Auch nicht schlecht. So. Aber wie gesagt, es gibt ja, wie gesagt, bei dem Spiel so viele Mods auch. Was ist das denn überhaupt? Ach, ein Holzstamm. Schon. Also es gibt ja hier kann man sagen, hier Schiffe auch, versunkene Schiffe überall die Karte verteilt, kann man auch holen, kriegen auch ein bisschen Loot, aber mehr auch nicht. So, aber wie gesagt, das ist leider der erste Schiff, was wir so bekommen, was man so bekriegt. Und wie im Laufe des Spiels, es gibt
weitere zwei Schiffe, aber die möchte ich erstmal nicht spoilern. So, wir wollen ganz mal zurück. Ja, wie gesagt, das ist leider die schnellste Methode, da hinzukommen, weil wir haben leider Gegenwind. Ist ein bisschen leider schade. So. Wir haben jetzt schon mal den ersten Boss, wie gesagt, wir müssen hier jetzt den Dunkelwald hier ab, dann also Düsterwald abklappern, wo der nächste Weltenboss ist. Und den müssen wir danach auch besiegen. So kann man sagen, immer so weiter. Bis den letzten Boss besiegt haben. Aber es kann man weichen dauern erstmal, bis man den besiegt hat. So. Und angekommen. Zack. So, wir können uns das Ding uns mal jetzt mal angucken. Wir haben das Ding bekommen. Oh. Ja, das war leider die falsche Taste. So, wir können jetzt das Ding jetzt hier bauen. Wir brauchen aber haben genug Material. Wir haben drei Stück. So, mit diesen Apparaturen kann man jetzt Erz abbauen. Das heißt, was wir da bekommen wir da irgendwo, also den Kupfer können wir jetzt damit jetzt abarbeiten, was wir jetzt bekommen haben. So, das kommt da rein. So, aber das sehen wir leider erst dann, wenn der liebe Rainbow dabei ist. Hier ist ein Punkt, hier möchte ich nicht weiterspielen. Weil ich warte, bis er auch dazu stößt. Ich denke mal, danach wird es für ihn auch sehr interessant. Die Trophäen packe ich mal hier hinten wieder rein. Weil ich möchte persönlich auch das Spiel nach und nach auch relativ selber kennenlernt, auch ein bisschen. So. Okay, also wie gesagt schon, da können wir mit dem Werkzeug ein bisschen Erzabbau machen. Das ist das, was wir immer so machen. Aber wie gesagt, mal gucken. Wann der liebe Rainbow dazu stößt, weiß ich leider persönlich auch noch nicht. Ich hoffe, er wird weiter zustoßen. So. Habe ich jetzt alle? Passt. So. Und dann würde ich sagen, das war es erstmal von Valheim erstmal. So. Ich hoffe, euer kleiner Eindruck hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe leider keine Ahnung, wann der dazu stößt. Ich hoffe bald. Und ich denke mal, der würde hier auch ein bisschen seinen Spaß haben. Wir sagen, wir sehen uns hier mal wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und bis nächstes Mal und habt Rahheit. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen netten Kommentar und einen netten Like und einen Kommentar. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wann der liebe Rainbow dazu stößt. Ich hoffe relativ früh bald. Wie gesagt, zurzeit geht es ihm nicht so gut. Und auf Wiedersehen und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Also aber wir haben ja schon die dritte Einbruch, also die dritte Woche zu das Dezember. Wir würden sagen, bis nächstes Mal und haut rein. Tschüss.